und herzlich willkommen zu den Schwitzspielen 2018. Ja, bei uns zu Hause ist es so heiß, dass unser Kokosfett, das ist normalerweise so ein hartes, weißes, konzentriertes, das sieht so ein bisschen aus wie Honig, Fett, das sieht jetzt zur Zeit so aus. Also unser Kokosfett ist wortwörtlich zu Flüssigkeit geworden. Kann man nicht mehr machen. Ja, ich muss es nur schnell wieder wegstellen, weil das gehört meiner Mama und mein Leo findet das ganz spannend, das Kokosfett. Und sie wird es gar noch essen und ich glaube, er wird es auch gerade gern essen. Und jetzt beginnt dann so der Wettkampf der beiden, ja, Kokosfett-Mampfer. Ja, da Popcorn da meine Runde. Ja, okay. Es sind bei uns gefühlte 2000 Grad im Schatten und mindestens 10.000 vor der Tür. Ich muss sagen, für mich ist die Hitze gar nicht mal so schlimm, weil eigentlich schwitzen so an sich tue ich nicht viel. Also so dieses dezente Transpirieren. Sehr damenhaft. ich klebe nur minimal beim Berühren. Aber was ich tatsächlich sehr merke, was aber wahrscheinlich an der Decke lag, vor 2-3 Tagen hatte ich noch so eine Übergangsdecke, jetzt wollte ich gerade den zweiten Satz vom ersten sagen, Decke bei mir auf dem Bett. Und in der Bettdecke sind Daunenfedern. Und jetzt ein Tipp fürs Leben. Daunen sind super, wenn man friert, wenn man schwitzt, nehmt keine Daunen. Ich sag euch, die machen euch down. Ich war gefühlt ein Steak in meiner eigenen, bis in seinem eigenen Saft gebraten ist, jede Nacht. Ich habe irgendwie voll den Hall im Ohr. Also, wartet. Hast du auch so einen Hall im Ohr? Nix jetzt, weil wir alle Türen zu haben, dass hier so eine andere Schallverbreitung ist. Das ist ja schräg. Ich könnte mich gerade schwören, ich höre mich selbst doppelt. Okay, sei es drum. Ja, Leo, der leidet auch unter der Hitze natürlich, aber er ist auch mit Abstand das dappigste Karnickel aller Zeiten. Früher war es so, dass wir immer so ein Napf, also so ein Tuch aufs Gestell gelegt haben, um die Verdunstungskälte zu nutzen, und dadurch ist dann den Hasen erfrischend kalt geworden. Leo findet, dass es nicht so toll ist, einen kalten Lappen auf dem Stall zu haben, weil man könnte ja auch den kalten Lappen in den Stall reinziehen und dran rumknabbern. Dann habe ich ihm versucht, so einen Napf mit Wasser reinzustellen, ebenfalls mit dem Ziel, einerseits, dass er was zum Trinken hat, andererseits, damit er sowas hat wie ein Pool, wo er so einfach der verdunstet und auch die Verdunstungskälte. Aber Leo muss den ja zu toll finden und überall rumschleppen. Und dann sah der Stall aus wie ein Swimmingpool gefühlt. Und ja, dann war das halt auch wieder nichts. Und jetzt haben wir uns geeinigt auf, ich muss halt besser lüften, damit er Luft kriegt und alles. Weil all die anderen Tricks funktionieren bei Leo und Leonidas überhaupt nicht. Ja, wir lüften sehr viel, also das Geheimnis ist, ich meinte mal Durchzug zu schaffen, damit die Wohnung einfach mal ganz abkühlt. Vor allem dann, wenn es gewittert. Wie jetzt die Merkel-Raute oder was? Achso, es liegt bei uns, wir haben halt das Problem, wir wohnen sehr weit oben im Haus, also unterm Dach genau genommen. Und da ist es dann so, dass wir in der Dachschräge direkt drin sind und dadurch kriegen wir volle Pulle die Hitze ab. Und die Hitze loszuwerden ist dann richtig schwer. Da musst du wirklich die Zirkulation richtig beachten. Und ja, und das ist halt richtig, das Schwierige daran ist das Schwierige dabei, weil du musst immer genau wissen, wo jetzt die Sonne steht, damit du dann genau dann hinjumpen kannst und das Fenster öffnen, damit es richtig lüftet. Weil bei uns ist es so, unsere Wohnung ist sehr, wie heißt denn jetzt nochmal diese Form? Also nicht die viereckige, sondern die lange viereckige. Die rechteckige. Unsere Wohnung ist rechteckig mit einem bisschen ab, mit so ein bisschen, also wir haben so ein Rechteck, an dem dann so ein, dran ist so ein Dreieck. Könnte man so sagen.
Ja, und dadurch ist es bei uns so, dass unser Gang echt lang ist. Also wir haben einen Gang, da kannst du Spaziergänge drin machen, gefühlt. Also als kleines Mädchen bin ich mir immer vorgekommen wie eine Prinzessin, weil ich gedacht habe, das wäre der längste Gang der Weltgeschichte. Ist er nicht. Ist er wirklich nicht. Aber es kam mir immer so vor. Ist eine optische Täuschung. Wenn man die Türen zumacht, wirkt er echt lang. Aber sonst ist er echt nicht so lang. Ja, und ich sehe nicht mal so viel Quadratmeter. Also man sollte eigentlich meinen, es ist leichter zu lüften. Aber dadurch, dass es eben ein bisschen blöd geschnitten ist, also bei uns ist dort ist die Küche. Dort ist Klo. Hinter mir gegenüber ist dann das Wohnzimmer. Dort drüben geht es dann zu meinen Eltern ihrem Schlafzimmer und durch eine Durchgangstür geht es dann zu meinem Schlafzimmer und da dazwischen ist dann noch so ein Abstellraum, Arbeits-, irgendwas, Raum-Dings da. Wow, tolle Beschreibung. Wo auch noch ein Bett drin ist, wo ich dann auch manchmal drin schlafe. Ich bin so die Königin des Bettens. Denn egal wo, egal wann, ich kann auf der Couch schlafen. Ich kann einfach, wenn es dann danach ist, mal auf dem Bett von meinen Eltern einpennen. Ich kann einfach mal in meinem Bett einpennen oder ich schlafe auf dem Bett. Also egal wo dann die Sonne steht, ich lege mich dann einfach irgendwann hin, wenn es mir zu viel Licht geworden ist und ich fix und alle bin und dann macht so ein. Ist nicht so. Also im Sommer bin ich sehr. Da stand immer noch die Frage, wenn meine Mutter hat immer früher den Spruch gebracht, es tut mir leid, ich konnte meine Tochter nicht zur Schule bringen, ich habe sie nicht erst beim Betten machen unter der Decke gefunden. Im Sommer musste da sehr suchen. Ja, und dadurch, dass eben unsere Wohnung sehr, naja, also sehr parallel zueinander ist, muss man immer genau wissen, welche Tür muss man aufmachen, um zu lüften. Also ein Beispiel, die Küche, da muss die Eingangstür öffnen, damit es da drin kalt wird. Das Klo wird nur kalt, wenn das Schlafzimmerfenster meiner Eltern auf ist. Hier, direkt da, wird es nur kalt, wenn das Fenster zum Gerüttelkammer offen ist. Und mein Zimmer wird nur kalt, wenn ich einen Ventilator reinstelle. Entschuldigt, aber den Witz, den bringe ich seit 10 Jahren immer wieder. Mein Zimmer ist so ein Phänomen. Im Winter ist es das kälteste Zimmer und im Sommer ist es mit Abstand gefühlt immer das heißeste Zimmer. Das Ding ist, es wäre bestimmt nur halb so heiß im Sommer, wenn ich nur ein einziges Mal meine Elektronik auslassen würde. Dann wäre es wahrscheinlich im Zimmer eiskalt. Aber ich muss ja irgendwie auch entertained werden. Also lasse ich die Elektronik an und dadurch erhitzt sich dann auch das ganze Zimmer. Ja, ein weiterer Trick bei uns ist, und das ist echt das Lustigste, wenn du die Türen zumachst, also wirklich alle Türen zur selben Zeit zumachst, dann wird der Gang zur Sauna, aber alle Zimmer, die dann daraufhin wieder aufmachst, wenn du das Fenster dabei offen lässt, sind dann arschkalt. Also ich meine wirklich so, entschuldigt die Formulierung, aber sie sind wirklich unglaublich kalt. Da zieht es sich an wie Hechtsuppe. Wobei ich ja vor kurzem gelernt habe, warum es Hechtsuppe heißt. Nämlich, es zieht wie Hechtsuppe. Oh, das ist echt frustrierend. Ich habe es gerade erst vor 3 Tagen gehört und jetzt ist es weg. Naja, ich habe es versucht. Ich wollte euch heute noch etwas beibringen. Ja, jetzt noch so 2, 3 Tipps, wenn ihr nicht gerade in unserer Wohnung wohnt, weil ich meine, ich habe euch jetzt nur erklärt, wie man bei uns lüftet. Das bringt euch da draußen jetzt gar nichts. Jetzt könnt ihr euch virtuell mein Haus einrichten und dann da die Fenster dementsprechend aufmachen. Ja, was kann man sagen, was hilft? Wir haben diesen riesengroßen Ventilator, das ist mehr eine, sehr wie so eine Flugzeugturbine gefühlt. Es ist auch eher ein Klimaanlagen-Dings da. Der ist voll ineffizient. Also der bringt gar nichts. Ich möchte es ja nur. Also ich habe den mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich den mal so eine Woche lang durchlaufen lassen, immer. Und meine Mutter, die ist dann hochgekommen und hat gemeint, ja, nee, nur ein bisschen kälter. Dann habe ich ihn nur hingestellt, habe ihn aber nicht laufen lassen. Hat meine Mutter ist auch an dem Tag auch hochgekommen und hat gemeint, ja, nee, nur ein bisschen kälter. Also er bringt nicht wirklich was. Was tatsächlich bei uns die ganze Wohnung abgekühlt hat, und zwar innerhalb von Minutenschnelle, war, wir haben ja die Eismaschine, wo ich euch mal gezeigt habe in einem früheren Video.
verlangt jetzt nicht, dass ich euch das Video verlinke. Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr, wo das ist. Also, tut mir leid. Aber ich letztes Jahr, glaube ich, war das. Aber da haben wir die Eismaschine gehabt. Und die hat tatsächlich die ganze Wohnung innerhalb von Minutenschnelle runtergekühlt. Soll ich dieses Jahr wieder Eis machen? Es kommt mir nur gerade so. Oh Mann, schüttelt den Kopf. So doll kann mein Eis ja so nicht gewesen sein. Okay, weiß ich das jetzt auch. Okay. Ich nehme es wie eine Erwachsene. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich euch so erzählen kann. Ich habe voll den Hitzestich, tut mir leid. Ich bin hinüber. Ja, mein Gott, Mama, warum musst du das da? Meine Mutter sitzt hier neben mir wie so ein Pantomime und macht die ganze Zeit irgendwelche Handzeichen, wo ich jetzt erraten soll, was sie damit meint. Es ist jetzt wirklich nicht hilfreich. Ja, gut. Ja, hallo. Also, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Am Freitag brauche ich ein wenig eure Hilfe, weil ich habe da was, ein Projekt, wo ich vielleicht wo der ein oder andere mir ein bisschen unter die Arme greifen kann. Schmeckt's? Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bei der Hitze macht. Ihr könnt mir auch gerne die Lüftungstricks von euren Wohnungen erzählen. Wow. Spannende Geschichte zum Austauschen. Wir tauschen uns aus, wie man die Wohnung lüftet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.